Kernreaktorbauplan. Und die sind, glaube ich, auch günstiger geworden. Also, ich könnte es mal so machen. Wenn die Forschung jetzt hier am Ende ist. Die Nuklear-UPS schmeiße ich raus. Die fliegen fort. Wir bauen das hier einfach um. Ich weiß nicht, ob ich die. Die brauche ich auch. In plus 2. Also das Ganze wird einfach plus 2 gemacht. 4 Wärmetauscher plus 1. Genau. Werden einfach zu Wärmetauschern plus 2 hochskaliert. Oh, das wird aber teuer. Das wird aber teuer. Aber das können wir trotzdem mal machen. Da habe ich tatsächlich Lust zu. Das machen wir. Fangen das schon mal an, unten aufzubauen. Wir können ja hier den ganzen Schmarrn, der hier steht, den können wir ja alles abreißen. Und das ganze Zeug, was dabei rauskommt, können wir ja wiederverwenden. Das ist ja dann nicht verloren, ne? Können wir dann dafür verwenden, da plus Maschinen draus zu bauen. Nur die. Ach so, ja, die sind so teuer, weil die immer noch mal 8 sind. Wie gesagt, den Nuklear-UPS muss ich rausschmeißen, weil der macht die Kosten so extrem hoch. Und dann kann ich das nicht bauen. Deswegen muss der raus und dafür muss die Forschung stillstehen, weil ich nicht genug Strom dann hätte. Aber wir können den Spaß hier schon mal alles abreißen. Alles außer Busch. Baue das alles jetzt hier eigenhändig ab, bis es voll ist. Und dann tue ich alles in Kisten rein, was ich nicht brauche. Das sind vor allen Dingen die Rohre. Was wir noch brauchen, sind die Dinger hier. Die ganzen Turbinen. Die werden, wie gesagt, Turbinen plus 2 verarbeitet. Und dann machen wir ein so ein Setup mit den Plus-Dingern. Das wird gut, denke ich. Das wird gut. So, hier alles aufbauen. Keine Leichtbauteile mehr im Netzwerk. Das ist nicht so schlimm. Glaube ich. Davon haben wir noch. Plastik haben wir auch keins mehr. Plastik und Leichtbauteile müssten wir mal machen. Okay. Das ist das nächste, um das wir uns kümmern müssen. Wie ist der Platz? Ja, hier haben wir die Dinger, ne? Das wird gut. Tralalala. Das wird gut. Da fliegt das UPS-Zeug raus. Ha! Ja, sehr schön, sehr schön. Ein Mod weniger. Der kostet bloß leider nichts. Aber naja, gut, ist trotzdem dann weg. So, hier. Ein Schmarrn. Alles einstecken. So, haben wir Platz dafür noch in der Hosentasche? Es geht. Dass die immer noch so viel von dem Verbrauchten hatten, ne? Haben die immer noch nicht abholen können und wegmachen können. Der Wahnsinn. Kommt jetzt noch ein bisschen mehr dazu. Nicht mehr ganz so schlimm. Also die Roboter flüchten nach unten. Meine Roboter sagen, hey, Sack, bleib hier. Ich glaube, mit denen kann ich gerade Unané machen. Ne, die kosten nicht extra. Interessant. Das sind wirklich bloß die Kernreaktoren, die gerade extra kosten. Aus Gründen. Gründen, die keiner versteht. Dann können wir das ganze Zeug hier nämlich in ein Setup umbauen, was ein bisschen größer ist. Und dann geht das wieder. Achso, genau, warte mal. Kann ich theoretisch auch in der Hand bauen, oder? Die Dinger. 10 Sekunden Herstellzeit. Ne? Die könnte ich, also zumindest die Reaktoren kann ich in der Hand bauen. Hier sind, glaube ich, noch aufgebläht, die Herstellzeiten. Ich glaube, das passt, das stimmt nicht. So, ich hätte das gerne alles selber.
Was muss ich denn hier machen, damit ich das alles in die Eckenhosentasche krieg? Vor allen Dingen die Reaktoren will ich haben. Wobei, ist eigentlich egal. Theoretisch ist es egal. Was macht ihr denn da? Ja, macht euch fort. Die Leine, ihr Säcke. Verzieht euch. Wie viel Platz noch? Nicht mehr viel. Nicht mehr viel, das muss man schon mal hemmschaffen. Ja, ich weiß, wie ich es aufbaue. Ich weiß, wie ich es aufbaue, dass es eher relativ Wurst ist. Das bauen wir auch schon mal auf, dass das schon mal loslegen kann. Das weiß ich, wie ich das mache. Einmal zurück. Und dann kann er dann nämlich schon mal bauen. So ein bisschen. Bauen, bauen, bauen. Das muss ja nicht super schnell sein. Wie viel? Ja, der hat noch Kapazitäten. Gut. Ach so, ja, weil gerade die Solarmodule was machen. Muss er selber nicht so viel tun. Das stimmt allerdings. So, und zwar machen wir das mit die Wärmeleitung auch. Die brauchen wir auch. Das müssen wir alles skalieren. Die brauchen dann auch die großen Rohre als Anschluss. Also wir brauchen alles. Ups. Upp. Dammit. Dammit. Das hat man ja schon lange nicht mehr. Eigentlich müsste ich hier jetzt was spielen, ne? Warte mal. Wie ging denn das? Ah, da muss ich mal gucken, warte mal. Wie das ging. Huch, ach, das war eh falsch. Stimmt, ich muss das hier machen. Und das muss ganz oben sein hier. Mal gucken, das hier wird jetzt geändert. Pass auf. Statt diesem komischen. So schön. So schön. Haben wir es endlich mal wieder gesehen. Das kommt davon, weil du die Fliege nicht trägst. Ja, 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 ja. Das ist es. Der Typ hat dich eiskalt erwischt. Das stimmt. Ein Traum. Einfach ein Traum. Blub. Rette sich, wer kann. Die wollen mich alle retten. Alle ihr Zeug geben. Hier, da erreicht mich keiner. Muss jetzt von dem einen zum anderen hoppen. Wo keine Abdeckung ist, dass die mir nie Zeug bringen. Weil sonst kann ich das andere Zeug nie aufnehmen und hab dann das ganze Inventar voll mit Zeug. So, hier ist nichts. Da ist keine Abdeckung. Das ist gut. Das ist gut. Geht. Schnell. Ja, hier ist auch wieder keine Abdeckung. Nice. Hier ist keine Abdeckung. Problem ist, was machen wir hier jetzt? Da unten ist auch keine Abdeckung, habe ich gerade gesehen. Oh, oh, oh. Ich muss mich beeilen. Ich glaube, hier ist nichts. Ja, ja. Sehr schön. Okay, ich liege da oben. Oh, da komme ich hin. Hin? Oh, das ist ja Glück gehabt. Huh, so, wo ist mein hier? Ziehe mir das an. Und dann ziehe das an. So, haben wir alles wieder in der Hosentasche. Genau, die werden gleich weggeschmissen und. Huh! Endlich mal wieder tot. Genial. Das war mir ja schon so lange nicht mehr. So, das stopfe ich jetzt alles hier rein. Das ist egal. Hauptsache Asch mal weg. Da kümmert sich dann. Ja, die Kernreaktoren können da auch rein. Wie gesagt, wir reißen das da oben jetzt erstmal ab und warten, dass die Forschung stoppt. Dann
starten mal keine neue Forschung und warten darauf, dass die ganze Fabrik quasi ausläuft. Und sobald das passiert ist, können wir nämlich da oben das eine Setup lassen. Da können wir den UPS rausnehmen. Ne, wir müssen ungefähr, wie gesagt, jetzt schafft das Setup 22 Gigawatt mit mal 8. 22 durch 8 ist irgendwie 2,8 oder so sind das. Also schafft dieses Setup, schafft vielleicht 3 Gigawatt. Das heißt, wenn wir mit dem Stromverbrauch unter 3 Gigawatt kommen, dann kann ich dieses eine Setup da laufen lassen. Und alles ist gut. Ansonsten muss ich vielleicht die hier hinten nochmal anschließen. Keine Ahnung, wo die jetzt quasi durchgetrennt sind. Ach, ich weiß wo. Ich habe die Pumpen weggemacht. Das heißt, das Setup könnte ich auch ohne große Probleme wieder anschließen. Und dann könnten wir auch weitermachen. Speichert Karte, ja, los. Was dauert denn jetzt hier so lange? Kaputt. Am Autosave gestorben. Ah, doch nicht. Man dachte bloß. Okay. So, wie sieht's aus? Wir reißen weiter lustig ab. Theoretisch könnte ich alles aufs Mal in Auftrag geben, aber ich denke, das wird kläglich scheitern. Deshalb machen wir es nicht. Zumal ich die Netzabdeckung von den Robohangern ja mit abreiße. Das macht die Sache schwieriger für die Robohanger. Können die nicht wirklich mithelfen? Also die von der Basis. Ja, würde ich die nicht wegreißen, würden die mithelfen. Kann theoretisch ja ein Blueprint erstellen, wo der Strom stehen bleibt. Wo Strom und Robohanger stehen bleiben, dann kann ich alles mit eben mal in Auftrag geben. Und dann sagen, kümmert euch, ihr faulen Säcke. Deine Maßnahme, oder? Warte mal. Negativliste. Keine Bäume. Ich hätte gerne Filter gesetzt. Und zwar, was hätten wir denn gerne? Gerne die Dinger hier mit drin. Problem ist, wie ich dann Bäume und Felsen auch mit ausklammere. Aber das ist so eine Sache. Die hier hätte ich gerne nicht und die hier hätte ich auch gerne nicht. Das heißt, Strom bleibt da, alles andere wird weggerissen. So, ist eine Negativliste mit nur Bäumen. Okay, gucken wir mal. Ne, er reißt die mit weg. Er reißt die mit weg. So, dann reißt er aber auch die ganzen Bäume mit fort. Die Bäume hätte ich halt auch gerne mit ausgeschlossen. Kann dir das vielleicht irgendwie? Fragezeichen. Ah, hier, Umgebung. Gut. Hier muss ich jetzt einfach die ganzen Bäume reinknallen. Sauber. Ja, aber ich kann keinen Baum doppelt reinknallen. Dann habe ich es natürlich gleich gemacht. Hervorragend. Das ist ja jetzt nicht deren Ernst, oder? Baum, brauner Baum. Brauner Baum, Baum. Sehr schön. Auf jeden Baum klicken, ja. Bin drüber her. Freue mich auch ungemein darüber. Ich hoffe, es gibt genug Slots. Für den Spaß hier. Alter, nimm den Slot. Danke. Welchen hatten wir gerade? Den jetzt hier? Ich glaube, das reicht. Wenn ich irgendeinen Baum vergessen habe, ist auch egal. Soll den halt wegreißen. So. Negativliste passt. Ja, das sieht gut aus. Okay. Dann rupfen wir den Spaß jetzt hier mal fort. Tolles Kanonenrohr. Von ganz links oben bis ganz links unten. Alles kommt weg. Außer der Strom.
Und der andere Scheiß. So, und das kann dann alles der komische Spaß übernehmen hier. Hast du nicht das Häkchen für Bäume und Felsen? Nein, da ist nur Bäume und Felsen. Und nur Bäume und Felsen ist nicht richtig. So. Auf die Plätze. Fertig. Go. Habt Spaß, Jungs. Habt Spaß. Ich hoffe, das klappt. Hier entstehen schon mal große Löcher. Sehr gut. Meine Leute sagen, geht scharf. Das wird gut. Alarmmeldung. 1738 Objekte benötigen Roboter. Alarmmeldung. Nicht genügend Platz im Logistiknetz verfügbar. Jo, das könnte man noch mal ganz kurz regieren. Mal ein bisschen Platz machen im Logistiknetz. Hätte gedacht, wir haben noch, aber okay. Hier machen wir den persönlichen Robo-Hangar aus. Ach, da oben. Weil die wahrscheinlich keine Verbindung haben. Warte mal. Da müssen wir mal ganz kurz gucken. Ich schätze mal, die haben keine Verbindung nach unten. Die Armen. Die sind ganz auch deswegen schon ganz traurig. Ja, die haben keine Verbindung. Die haben keine Verbindung. Okay. Dann müssen wir hier an der Seite mal kurz eine Verbindung schaffen. Mit so einem Ding. Hier. Der hätte auch gerne Strom. So. Auruck. Jetzt können die nämlich in aller Ruhe alles wegtragen, was da im Weg wäre. So, nicht, dass ich mir hier selber irgendwie die Hände schmutzig machen muss. Das fällt aus, Jungs. Aber ich baue trotzdem mal ein paar Lagerkisten. Sicher, sicher. Weil hier kommt ja jetzt doch ein bisschen Zeug an. So, und dann bauen wir gleich die Sachen auf, die wir da brauchen. Damit das umgewandelt wird in die Plus-Dinger. Außer für die Reaktoren, weil natürlich das noch nicht geht. Weil die sind noch zu teuer. Hier ist Dampf da. Okay, das funktioniert. Hier ist dann wahrscheinlich auch Dampf da. Ich wollte gerade sagen, sind die Dinger leer? Nö. Alter, holt doch mal den Scheiß ab hier. Was ist denn da los? So viel können die doch nicht herstellen. Von dem Unsinn. Wie sieht denn das hier aus? Ach. Die Sache steht. Dammit. Eine Eisenkiste wäre hier eine schlechte Maßnahme. Dann hat er nämlich erstmal wieder ein bisschen Platz. So, der eine Greifarm schafft das auch. So. Super. Was wäre denn da die einfachste Lösung? Das Ding da kopieren und nochmal dreimal einfügen, ne? Okay, warum wurde das jetzt nie gebaut? Deswegen. So, dann können die nämlich nochmal 6000 abholen. Und das könnte vielleicht reichen. Okay. Hast du nicht das Häkchen für Bäume? Achso, pass auf die Züge auf und über die Gleise läufst. Ja, mache ich. Pass immer auf Züge. Außer dann, wenn ich nie auf die Züge aufpasse und komplett überfahren werde. Kein Eisenerz im Netzwerk. Okay, wir müssen mal eine Eisenerzmine anschließen bei Gelegenheit. Das können wir tun. Aber wahrscheinlich nicht mehr heute, weil ich dann gleich leider aufhören muss. Wenn gerade 15 Leute da sind, ist echt cool. Nochmal vielen Dank an alle, die hier zuschauen. Freut mich. Aber ich muss dann trotzdem langsam mal zum Schluss kommen, nämlich um 11. Möchte ich eigentlich aufhören. So. Der Spaß wird abgerissen. Ach, die Radare haben sie mit weggerissen, deswegen sehe ich da oben schon nichts mehr. Ist in Ordnung. So, die Forschung ist am Ende.
Das heißt, die UPS gehen jetzt langsam hoch. Und dann, wir merken uns mal, dass wir Eisen und Kunststoff brauchen. An Eisen und Kunststoff jetzt. Kunststoff ist halt hier oben. Wie gesagt, das Problem ist hier, da könnte man hier nochmal 8er hinmachen und 8er. Statt 6er. Dann wäre das eigentlich schon gegessen. Also vielleicht gegessen, weiß ich nicht. Könnte man auch jetzt noch machen. Hol mir mal das Zeug, was ich dafür brauche. Das können wir nämlich... Bezug. Können wir gerade nochmal erledigen. Bloß mal hier den ganzen Schmarrn ablegen, den ich nie brauche. Brauche ein paar Rohre, aber vielleicht nie so viele. Gucken. Weiß jetzt nie, wie viele ich brauche. Auf jeden Fall nie so viele... Achso, ich kann sein, dass wir nie genug Roboter gerade haben. Ja... Wir haben weder genug Bau noch genug Logistikroboter im Moment. Die sind alle unterwegs und beschäftigt. Ich das Roboternetz gerade so ein bisschen überlaste. Wo wartet ihr? Wahrscheinlich wollen die alle aufgeladen werden. Kann ich mir vorstellen. Okay, wenigstens ein paar Logistikroboter haben wir gerade. Na, schmeiß weg den Schmarrn. Braucht niemand nicht. Das auch nicht. Achso, und Logistikkisten muss ich gerade auch nochmal bauen. Darf ich jetzt nicht vergessen. Greifarme, ja, mal gucken. Tanks brauchen wir eigentlich ohne. Mal hier wegpacken. So. Alles weg. Alles in der Hosentasche. Was wir jetzt brauchen, ist nix. Naja, die Bauroboter sind halt beschäftigt. Es werden neue gebaut, Bauroboter. Theoretisch sollte jetzt sie hier... Genau. Der packt jetzt hier nämlich die ganze Zeit. Werden jetzt neue Bauroboter gebaut. Nicht super schnell und das ist so bloß eine Zweiermaschine, aber was soll's. Ja, was ist mit dir los? Leer? Ach, wir haben keine blauen mehr. Ach, blaue habe ich auch noch gar nicht LTN, oder was? Das kann natürlich gut sein, das blaue fehlen. Mir fehlt auch an grün. Was ist denn hier los? Es fehlt rot, oder was? Nee. Schwefelsäure ist keine da. Aha, okay. Was ist mit der Schwefelsäure los? Der Typ fährt hier rum. Schwefelsäure out ist hier oben. Wie sieht das aus? Schwefelsäure out. Leer. Aha. Bräuchte man mehr? Das reicht nicht mehr. Ja, okay, gut. Warte mal, habe ich nicht hier oben auch nochmal Schwefelsäure gebaut? Nee, hier ist bloß Schwefel. Schwefel, der sich langweilt. Also da könnte man auch nochmal Schwefelsäure draus machen. Das wäre dann wahrscheinlich nochmal eine Maßnahme. Nee, das hier ist ja dann nicht mehr so pralle. Haben wir genug? Auch eher so mäh, ne? Petroleum. Ja, können wir auch nochmal dran rumbasteln. Muss ich das vielleicht mal aufschreiben. Vielleicht muss ich mir das mal aufschreiben. Achso, bevor wir jetzt hier dann gleich zum Ende kommen, nochmal so ein paar organisatorische Sachen, weil gerade so viele Leute da sind, dann wisst ihr das auch gleich alle. Das finde ich ganz gut. Und zwar, wie ihr wisst, ziehen wir ja bald um. Und zwar am 22.02. ziehen wir um. Das heißt, selbstverständlich gibt es dann am 22.02. keinen Livestream. Und ich kann auch nie versprechen, dass ich es nächste Woche schaffe. Weil dann quasi Vorbereitung für den Umzug ist. Und ich kann auch nie versprechen, dass es die Woche nach dem 22. wird. Das heißt, es kann sein, dass jetzt erstmal wieder 3 Wochen nix ist. Mal gucken, wenn ich Zeit habe, werde ich es machen. Aber wie gesagt, ist jetzt gerade erstmal der Umzug. Und entsprechend... Naja, habe ich halt quasi Wichtigeres zu tun.
Und es lässt sich so schlecht aufnehmen, wenn der Rechner in einem Karton rumhängt. so eine Sache. Macht sich schwierig. Ich hoffe, dass das mit dem Internet dann in der neuen Bude gleich funktioniert. Dann wäre das auf jeden Fall, sollte es dann... Was ist denn das dann? Erster Dritter? Ja, ich glaube Dritter oder erster Dritter oder so. In der Drehe soll es dann weitergehen mit dem Stream. Hoffentlich. Wie gesagt, ich kann es nie versprechen, weil... Mal sehen, aber da wisst ihr wenigstens Bescheid. Ich werde es unten noch mal reinschreiben, dass da... Wir haben nicht genug Kisten. Wir müssen mal neue Kisten machen, Moment. Das sollte ich noch mal tun. gelbe Kisten. Na, jetzt keine Ahnung, wie viel ich da jetzt gemacht habe. Mal hier oben welche hinknallen. Dann haben die erstmal wieder Platz. Ach ne, das ist bloß Objekte benötigen, Bauroboter. Ach, das war gar nicht, dass neue Kisten gebraucht werden. Aber es schadet auch, ne? Dann haben wir hier nochmal eine hübsche Kiste. Vielleicht nochmal ein paar mehr. So. Wunderschön. So, Kiste ist da. Bauroboter fehlt. 600 Stück noch. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Ja, guck dir das an, wie viel hier noch fehlt. Die sind eine Weile unterwegs. Das Problem ist halt, dass sie sich unterwegs immer aufladen müssen. Und da gibt's so Knackpunkte, wo die sich dann alle staunen. Der eine war jetzt hier irgendwo. Bin jetzt nicht sicher, wo es war. Hier. Das Ding, guck dir das an. Alle wollen sie sich da an dem aufladen. Und der ist halt bloß dieser eine. Kannst du jetzt hier noch Viere machen. Dann geht es ein bisschen besser. Nächste ist der hier, ne? Kannst du einen zweiten hinknallen noch. Dann können sie sich an dem aufladen. Aber theoretisch wäre es, wenn hier in der Mitte halt noch einer wäre. Ja, guck mal, wie die alle sich hier aufladen wollen. Puh. Zuschauer, 18 Leute. Ja. Schönen Dank. Schönen Dank an alle, die zugeschaut haben. Tut mir leid an die, die gerade erst dazugekommen sind, aber wie gesagt, vielleicht geht es dann beim nächsten Mal hier weiter. Also es geht beim nächsten Mal weiter. Ich weiß halt bloß noch leider noch nicht wann. Bis dahin wünsche ich euch noch schöne Tage. Macht euch einen Spaß und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin in alter Frische, euer Pyro. Macht's gut. Ciao.